Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Wir haben hier zu einem diese große Tür und die kleine Tür. Deswegen gehe ich erstmal in die kleine Tür rein. Wobei, hier war ja der Sternensplitter. Hier waren wir ja schon. Aber kann ich das jetzt zerstören? Ja, aber da ist nichts. Okay. Dann gehen wir doch mal weiter. Das ist ein Gegner. Nochmal ein Sternensplitter. Nein, 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 nein. Und so. Wenn jemand zuerst angreift, dann ja wohl ich. Und dann besiegen wir erstmal den ersten hier. Pong. Pong. Und du machst den hier platt. Pong, 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 pong. Ich liebe jetzt die Attacke vom Ladyboo. Hey, weniger Schaden. Ja. Und dann war es auch mit dir. Ende im Gelände. Wir bekommen Erfahrungspunkte. Dein Vieh macht aber auch viel Mist. Erst nochmal eine große Tür. Und hier oben ist der. Na, Mist geht nicht her, Essangriff. Naja. Oh. Mist. Oh, Mist. Mistela. Das ist jetzt blöd. Aua. Okay, dann mache ich hier schon mal Schaden. Oh, ich hoffe, ich finde hier irgendwo Leben. Aufladungsblock. Andererseits können wir ja uns erfrischen. Ich hoffe, es gibt irgendwann mal eine bessere Version davon mit mehr KP-Heilung. Patsch, 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 patsch. I love this attack. Und da ist ja auch ein Herz. Ich frage mich, wie ich jetzt hier in diesem Leben komme. Ist oben vielleicht irgendwas? Keine Ahnung. Gehen wir erstmal in diese Tür rein. Okay, hier kommt man nach unten. Und tschüss. Dann komm, machen wir mal den Powersprung. Oh, der macht 6 Schaden. Halleluja. Den habe ich ein bisschen verkackt. Sprung. Wunderbärchen. Aber wirklich so bumpf, buff, buff, buff.
Voilà, da war der Ton auf einmal weg. Ja. Kennt man ja. So, erster Angriff immer noch erfolgreich. Also liebes bisschen. Ja gut. Was habe ich denn so an Items? Macht 5 Schaden an jeden. Dann macht man einen Schaden. Mist. Ich dachte, das macht an jeden Schaden. Jetzt habe ich es verschwendet für den Typen da. Naja, wieder passieren. Aua. Autsch. Mal den Superbiss verschwenden. Wegen meiner Dummheit. Den blocken. Du machst das doch ganz aus. Manchmal bin ich zu früh, manchmal zu spät. Ich habe bei dem nie den Timing aus. Aber ich hoffe wirklich, dass die nächste Heilung kommt. Vielleicht brauche ich doch ein bisschen mehr Leben. Ein Schlossschlüssel, okay. Oh, Leben. Da ist ja mein Leben. Oh, du bist Mario, ein netter Ort hier, was? Ich bin mit meinen Freunden hierher gekommen, um Tubablubas Schwachstelle herauszufinden. Wir konnten in Erfahrung bringen, dass sich in Tubablubas Schlafzimmer am obersten Stockwerk etwas sehr Wichtiges befinden muss. Aber als ich von meinem Freund getrennt wurde, konnte ich mich nur noch verstecken. Aber du könntest gehen. Als erstes musst du ins oberste Stockwerk gelangen. Geh dann einfach geradeaus, bis du im Schlafzimmer bist. Wenn du auf Tubablubas triffst, kämpfe nicht. Ich werde da herholen. Wenn du auf Tubablubas triffst, kämpfe nicht. Ich wiederhole, kämpfe nicht gegen ihn. Er ist unbezwingbar. Ehrlich, bevor du nicht sein Geheimnis herausgefunden hast, ist es besser, davon zu laufen. Okay. Aufwertung. Ich bin eine Brutseite. Es ist ihr Kapitel. Irgendwann kommt Power Carry auch mal dran. Aber wenn es ihr Kapitel ist, dann... Möchte ich gerne, dass sie den bekommt. Mal hier raus. Ach, hier beim Beleber, okay. Mich nicht. Ihr seht mich definitiv nicht.
Erster Angriff erfolgreich. Ach, du liebes bisschen. Das können wir da dauern. Oh, sie macht jetzt 5 Schläge. Okay, damit kann ich leben. Oh, ich kann die blocken. Was für ein Wunder. Okay, wenn sie mittlerweile 5 Schaden macht. Mist. Aber normal, wenn ich es nicht schaffe. Warte mal, dann setze ich doch hier mal kurz Fokus ein. Dann ist der Stern wieder voll. Patsch, 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 patsch. Und wir sind zur Hälfte wieder nah an ein Level ab. Das ist doch auch schön. Ja. Und wieder 3 an der Zahl. Halleluja. Mache ich hier auch wieder einen Vorsprung. Seriously, das ist jetzt sowas von unnötig. Und 9 Schaden, Halleluja. Hätte ich das mal für einen anderen benutzt. Ja. Autsch. Schon mal weg. Patsch, 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 patsch und patsch. Ich liebe diese Attacke. Ich muss es zugeben, ich nehme die einfach. So, dann kannst du schon mal wieder eine Frischung einsetzen. Und du gibst ihm mal wieder eine Ohrfeige. Ich bin auch schmerzhaft. Eigentlich kann es doch gar nicht wehtun, sie ist ein Geist. Fragen über Fragen. Oh Mist, gegnerischer Erstangriff. Ja, gut, ich, Bombette, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Mit deiner Powerbombe. Oh, oh, oh. Scheiße. Bombett, bitte. Wobei, du kannst eine Heilung einsetzen, bitte. Weil ich habe Angst. Wenn man mir mal etwas KP wieder zurück. Halleluja.
verdienst du. So. Komm schon, Buhu. Weiter Richtung oben. In meiner verstopften Nase. Die sehen auch aus wie Nasenknüppel. Gehen Sie, ist ja vorne noch was? Nein, kann ich den hier lang? Nein. Kann ich nicht da auch über den Tisch hoch? Der ein Spötter ist, aber scheinbar nicht. Ach, ich bin hier, okay. Nur meine Nase. Erster Griff erfolgreich. Okay, damit kann ich leben. Patsch und Patsche. Wisst ihr was, ich setze jetzt einmal unsichtbar ein, damit ich gleich Fokus einsetzen kann. Bisschen Leben wäre schön. Wobei, dann kann Buhu nicht angreifen. Ich setze trotzdem Fokus ein. Dass er seinen Zug aussetzen muss, das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber zumindest habe ich jetzt wieder eine Heilung offen. Oh, da habe ich schlecht getimt. Ja, nur noch 38. Das Level Up kommt immer näher. Und ich kriege ein Leben zurück, das ist doch toll. Upsi. Auf jeden Fall bisschen. Bobbett. Brauche ich da mal deine Hilfe? Oh Mensch, das will ich nicht überleben. Okay, jetzt werde ich es eventuell überleben. Oder noch nicht. Oh oh. No. Halleluja. Warum kann sie keine Erfahrungspunkte multiplizieren? Oh, Leben. Leben. So, aber habe ich noch irgendwas super Tolles? Ich bekomme noch Heilung. Es ist blöd. Ich wollte doch... Oh, Scheißdreck. Oh, was ist hier? Gott, ich muss sogar hier hin. Immer schön langsam. Oh.
Ich habe den Schalter nach unten gedrückt. Schalter voll. Ich bräuchte nochmal Heilung. Ach, hier sind wir. Den besiegen. Kann ich hiermit was machen? Die Uhr ist schon leicht verdächtig. Brauche ich dann einmal Power Carry? Okay. Bin ich hier hoch? Tatsache. Oh, oh. In einem Notfall erhöht sich die Angriffskraft um 4. Okay. Den Augen können wir tatsächlich mal gebrauchen. Okay, und das muss doch der Tisch sein mit den Sternensplitter. Hui. Da kann ich mir auch direkt mal der Heilung holen gehen, ne? Wenn ich schon mal hier bin. Manchmal muss man den Weg auch wieder zurückgehen, ne? Andererseits bringe ich bitte zum Anfang zurück. Und bei das spart mir ein bisschen Wegzeit. Diese Kerle hier werden versuchen, uns zu fangen und aus dem Schloss zu werfen. Setze meine Kräfte ein, um unsichtbar zu werden. So können wir sie übertrumpeln. Eigentlich war das so mein Plan, Lady Boo. War eigentlich alles so geplant. Das war alles so geplant. Nein, 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 ich hab doch gedrückt. Okay, das war jetzt blöd von mir. Ich hab doch X gedrückt, meine Freunde. Kann doch nicht wahr sein. Das war da wohl zu spät gewesen. Wie die ganzen Gegner respawnen, dann gibt's Ärger. Das sieht aus wie auf dem Schachbrett. So, ein Tschüss mit dir. Aber wo sind jetzt die unten? Die sind auf einmal verschwunden. Unsichtbar in der Nacht. Ich hab doch gedrückt. Dann gehen wir mal hier lang. So, erster Angriff erfolgreich. Ich schon wieder 4. Nö.
Wombat, du bist dran. Zum Glück habe ich mich geheilt. Das hatte ich definitiv nicht erlebt. Überlebt, meinte ich. Warte, du kannst doch mal Fokus einsetzen. Und du setzt eine Powerbomb ein. Bevor den Boss noch ein Level abkriegen. Wer weiß das schon? Was sagen meine PP? Ja, komm. Aber ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.